Hallo und willkommen zu diesem neuen Video. Heute geht es um die besten Kugelgasgrills. Damit ihr das richtige Modell für eure Ansprüche finden könnt, werden wir euch drei verschiedene Modelle von drei verschiedenen Herstellern und auch aus drei unterschiedlichen Preisklassen vorstellen. Wir werden unseren Favoriten der Einsteiger-, Mittel- und Premium-Klasse mit den wichtigsten Eigenschaften und Funktionen vorstellen. Viel Spaß nun also bei diesem Video. Wenn ihr nach dem Video noch mehr zu den Modellen erfahren oder einen der Gasgrills bestellen wollt, schaut gerne mal in der Videobeschreibung vorbei. Unter diesem Video haben wir euch dort alle drei Modelle auch nochmal verlinkt. Lasst uns nun aber mit dem eigentlichen Video und auch dem ersten Gasgrill der Einsteigerklasse beginnen. Herausgesucht haben wir hier den Ambry 480G. Es handelt sich um einen Kugelgasgrill, welcher ideal für 3 bis 4 Personen geeignet ist. Er überzeugt durch eine angenehme Arbeitshöhe von 82 cm und eine starke Leistung von 5,4 kW. Mit dieser Leistung schafft es der Gasgrill auf 360 Grad in nur unter 10 Minuten. Das Modell wird mit einem stabilen Stahlgestell mit 2 Transporträdern und einer unteren Ablagefläche sowie weiteren Besteckhaken geliefert. Auf diesem Gestell befindet sich dann der hochwertige Kugelgrill mit nur einem ringförmigen Brenner, der die gesamte Leistung von 5,4 kW erzeugt. Einstellbar ist dieser über ein großes Drehrad an der Vorderseite. Die Grillfläche hat einen Durchmesser von 45 cm und bietet damit genug Platz für mehrere Personen. Besonders am Grill ist auch der spezielle Trichter, welcher vor Fettbrand schützt und auch für eine perfekte Hitzeverteilung im Inneren sorgt. Der Autochef Ambry 480G ist ein echt klasse Modell. Es hat eine starke Leistung, hochwertige Verarbeitung und viele starke Sonderfunktionen wie das einzigartige Trichtersystem, die vielen Ablagefächer und Besteckhaken. Weitere Infos zum Modell findet ihr über den ersten Link in der Videobeschreibung. Dort unten könnt ihr das Modell bei Interesse auch zu euch nach Hause bestellen. Bleibt aber auch gerne noch bei diesem Video dran, denn zwei weitere Modelle möchten wir euch ja auch noch vorstellen. Aus der Mittelklasse den Charbroil All-Star 125. Dieses starke Modell kommt mit einer Gesamtbrennerleistung von 3,8 Kilowatt. Dabei hat das Modell auch eine Infrarot-Technologie. Diese sorgt für eine gleichmäßige Hitzeverteilung, für bis zu 50% saftigeres Grillgut bei bis zu 30% weniger Verbrauch. Damit hat das Modell auf dem Papier zwar weniger Leistung, durch das Infrarot-Grillsystem wird dieser aber gleichmäßiger und noch besser verteilt. Dafür sorgt auch der starke Aluminiumgussdeckel und die Feuerkammer, welche für eine starke Hitzeverteilung und Isolation sorgen. Das Deckelthermometer auf dem Modell sorgt für eine ständige Überwachung der aktuellen Innenraumtemperatur. Für eine einfache Bedienung wird hier zudem auch durch die elektrische Piezo-Zündung gesorgt, die individuell einstellbare Gasmenge über den Drehregler an der Vorderseite, die praktischen, auch klappbaren Seitenablagen, die Möglichkeit, den Grill von seinem Grillwagen zu trennen und ihn als Tischgrill zu verwenden und auch die 4 Räder am Grillgestell an sich, durch die man das Modell auch wunderbar transportieren kann. Weiterhin überzeugt das Modell auch durch einen hochwertigen Grillrost mit 46 cm Durchmesser für genügend Platz, um auch größere Personengruppen zu versorgen. Auch eine integrierte Hakenleiste für Grillzubehör ist dabei, sowie eine Fettauffangschale, welche ganz einfach abgenommen und entleert werden kann. Uns überzeugt beim Charbroil All-Star vor allem seine Vielfältigkeit. Man kann den Grill mit dem Gestell ganz einfach transportieren, ihn von dem Gestell auch abnehmen, die Seitentische ab- und zuklappen und dabei sein Fleisch bzw. Grillgut mit einer starken Infrarot-Brennertechnologie im Nu zubereiten lassen. Ein echt starkes Modell, wie wir finden, und zu Recht unser Favorit aus der Mittelklasse. Mehr Infos zum Modell erfahrt ihr über den zweiten Link in der Videobeschreibung. Bleibt aber auch gerne dran, wenn ihr nun als drittes das größte und auch leistungsfähigste Modell im Vergleich kennenlernen wollt. Vorstellen möchten wir euch hier den Forno Gas Grande von Morso. Dieser große Barbecue-Gasgrill überzeugt mit einem edel geformten Korpus aus Gussaluminium. Er bietet eine große Grillfläche von 58 x 70 cm und überzeugt durch eine starke Wärmeleistung von 7,4 Kilowatt. Drei starke Edelstahlbrenner sind hier verbaut, durch die man auf diese hohe Leistung kommt. Alle drei Brenner lassen sich individuell durch die Regler an der Vorderseite in der Leistung verstellen. Die aktuelle Innenraumtemperatur kann man auch hier wieder über ein Deckelthermometer ablesen. Der minimalistische und hochwertige Look des Morso Gasgrills wird noch durch den ergonomisch geformten Griff und den kleinen Schornstein zur Luftzirkulation abgerundet. Insgesamt steht bei diesem Gasgrill vor allem die starke Leistung und auch hochwertige Verarbeitung im Vordergrund. Für einen guten Stand sorgen bei diesem Modell auch die höhenverstellbare Füße. So kann man ihn auch auf etwas unebeneren Flächen platzieren. Allerdings, und jetzt kommt der kleine Nachteil dieses Grills, geliefert wird er ohne Grillwagen.
Wer unbedingt einen braucht, kann hier jeden beliebigen Rollwagen nehmen oder auf der Produktseite des Morsofono, diese haben wir an dritter Stelle in der Videobeschreibung verlinkt, etwas runterscrollen und dort auch den Morso Tavolo Grillwagen dazu bestellen. Das bedeutet natürlich extra Kosten, allerdings gibt es auf den Morsofono Gas Grande aktuell einen 150 Euro Rabattgutschein, sodass sich dies wieder ausgleicht. Vielleicht braucht ihr aber auch gar keinen Grillwagen, dann ist der Morsofono schon so perfekt. Mehr Infos, wie gesagt, über den dritten Link in der Videobeschreibung. Schaut mal, ob der 150-Euro-Coupon da noch verfügbar ist. Wir bedanken uns nun aber erstmal für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr noch eine Frage habt, schreibt gerne einen Kommentar und lasst auch gerne eine Bewertung da, wenn wir euch helfen konnten.